Hi, dies ist Björn von der Pausenansprache und dies sind die Sommershorts. Raum runter! 14-0, sehr, sehr gut, da ist noch alles drin. Also, Fokus. 3, 2, 1! Pausenansprache, der Podcast von Trainern für Trainer. Sommershorts. Eine der beliebtesten Episoden des Podcasts ist die Folge Die gelungene Pausenansprache. Dort hatte ich Dr. Dennis Wolf von der Uni Hildesheim im Gespräch. Mit einem seiner Kollegen unterhalte ich mich heute. Dabei geht es um die gelungene Kritik in einer kurzen Unterbrechung. Ich freue mich, dass sich Lennart Weking Zeit genommen hat. Lennart, stell dich doch mal den Zuhörenden vor. Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Lennart Weking. Ich war bis Ende des letzten Jahres leitender Landestrainer beim Tischtennisverband Niedersachsen, bin immer noch Spielertrainer beim 1. FC Köln in der 2. Bundesligamannschaft dort, bin jetzt auch am Forschungsprojekt oder in einem Forschungsprojekt an der Universität Hildesheim im Sportinstitut, wo wir uns mit eigentlich Auszeiten im Wettkampfsport, mit Wettkampfcoaching beschäftigen. Du als Tischtennistrainer, wie nutzt du diese kurzen Unterbrechungen, die ihr habt? Entweder das Timeout oder die Pause zwischen den Sätzen. Was machst du da? Das ist eine gute Frage, die ich mich natürlich jetzt gerade auch häufiger stelle, seit ich in dem Projekt bin. Das ist erstmal sehr abhängig davon, wen ich gerade betreue. Also wenn ich mir jetzt jugendliche Spielerinnen und Spieler angucke im U15, U18 Bereich, habe ich schon gemerkt, dass ich anders betreue. Ich versuche dort relativ konkret auf den Ebenen der Emotionen oder auf Sachebene zu agieren in diesen 60 Sekunden, in dieser einen Minute, die ich habe, um doch mal ganz spezifisch konkrete Hinweise zu geben, die mir von außen aufgefallen sind. Das können Hinweise sein auf das eigene Handeln, aber auch auf das Handeln des Gegners, der Gegnerin, um dann eben diese Satzpause oder das Timeout so zu nutzen, dass danach möglichst klar geworden ist, mit Hilfe von wirklich wenigen klaren Instruktionen, wie es weitergehen kann. Und wie gesagt, da gibt es dann auch taktisch-technische Elemente, die hin und wieder helfen, um die Sportlerinnen und Sportler quasi wieder ein wenig in die Spur zu bringen. Wenn ich das betrachte, wenn ich jetzt in der Bundesliga coache und oft mit Vollprofis arbeite aus aller Herren Länder, ist man vielleicht einen Tick schneller auf der Sachebene. Das heißt, man ist extrem schnell in der taktischen Auseinandersetzung und es ist vielleicht auch häufiger ein Dialog, weil auch die Spieler, die ich betreue, mit sehr viel Erfahrung dann an die Bande kommen zu mir und meistens schon selbst Ideen formulieren. Und dann ist das ein stärkerer Austausch. Wie sieht denn dann da die Kritik aus, wenn dort wirklich erfahrene Spieler oder Spielerinnen kommen? Mit einigen Spielern arbeite ich schon sehr lange zusammen. Dann kenne ich natürlich die Routinen und die Abläufe auch und weiß, glaube ich, auch mittlerweile sehr gut, was die Spieler brauchen. Oft ist es so, dass ich weiß, dass einige erstmal selber Dampf ablassen wollen und sozusagen das Spiel in Windeseile analysieren, so dass ich dann eigentlich nur noch die Hälfte der Zeit auch nutze, um meine eigene Perspektive reinzubringen. Bei anderen Spielern ist es so, dass ich von Anfang an sehr klar formuliere über das Aufschlag-Rückschlag-Spiel, also über die ersten Bälle, wie möchte ich den Ballwechsel gesteuert sehen, wo habe ich Schwierigkeiten erkannt, wo waren aber auch sehr, sehr gute Ansätze. Und es hängt natürlich auch extrem davon ab, was für ein Spielstand gerade da ist, also ob der Satz gewonnen wurde, ob eine Führung da ist oder ob ich das Timeout bei einem hohen Rückstand nehme. Das sind natürlich Faktoren, die extrem auch mein Coaching beeinflussen. Genau, und wenn ich jetzt mal so ein konkretes Beispiel nehme, ich habe einen Spieler, den ich auch schon im Tischtennisverband Niedersachsen betreut habe, den ich seit Jahren kenne und der jetzt in meiner Mannschaft spielt, da weiß ich, das ist ein sehr, sehr analytischer Typ, wo ich relativ schnell auf wirklich Kleinigkeiten eingehen kann, wo ich Platzierungen sehr klar besprechen kann und die dann auch wirklich 1:1 dann umgesetzt werden. Und dieser emotionale Push dann eigentlich nur noch nach hinten raus vonnöten ist. Hast du schon mal eine Kritik in der Pause so richtig in den Sand gesetzt, wo du gemerkt hast, Gott, was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal passiert. Also hin und wieder hat man ja wirklich so richtige Zockersituationen. Das heißt, es gibt ein Timeout bei 10-9, 9-10, also beim Matchball für den eigenen Spieler, die Spielerin oder dagegen. Und dann bespricht man eben und sagt seine Meinung. Wenn man merkt, dass die Person unsicher ist, dann sagt man schon mal eine ganz klare Ansage, ich möchte jetzt den und den Aufschlag, zum Beispiel kurz in Vorhand mit der Rotation. Häufig ist es dann so, dass dann dieser Aufschlag auch gespielt wird. Und dann hat man natürlich auch manchmal Situationen, über die man schmunzeln muss, weil genau der Aufschlag dann nicht der richtige war und es dann sozusagen vielleicht direkt zum gegnerischen Punkt geführt hat. Dann nimmt man das eben auch mal auf seine Kappe. Solche Situationen hatte ich schon häufiger mal. Und auch natürlich, gerade wenn man dann sein Coaching nochmal reflektiert, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das hin und wieder tut und auch vielleicht selber mal aufnimmt, um zu schauen, was habe ich da eigentlich in der Minute erzählt, wie viel habe ich erzählt, auf welchen verschiedenen Ebenen war ich eigentlich unterwegs.
da ist mir hin und wieder auch aufgefallen, dass ich sicherlich nicht perfekt coache und dass ich im Nachhinein eventuell das Spiel oder den Satz anders betrachte und dementsprechend auch andere Tipps gegeben hätte. Klar, das passiert auch, aber ich glaube, dass man das lernen kann, auch lernen muss als Profitrainer. Und ich glaube, dass man eben ja auch bei mir durch meine eigene Erfahrung als Bundesligaspieler natürlich auch eine gewisse Erfahrung mitbringt und die Situation eben aus der Spielerperspektive kennt. Und ich glaube, dass das schon hilft, um dann in die andere Rolle zu schlüpfen. Da habe ich so schon einige Situationen, wo ich dann auch mit den Spielern im Nachgang einige Stunden nach dem Match meistens dann besprechen kann und sagen kann, okay, die Taktik war doch nicht die wirklich gute Idee, so zu spielen. Wenn das möglich ist mit den eigenen Athletinnen und Athleten, dann wächst man eben dann selbst auch daran. Ich würde gerne da ansetzen. So, euer Forschungsprojekt an der Uni Hildesheim geht ja genau dahin, ne? Diese kurzen Unterbrechungen und die Ansprache in dieser Zeit. Hast du schon selber was, auch wenn eure Forschungsergebnisse noch gar nicht so weit sind oder gerade im Prozess sind, für dich was geändert dadurch oder ist etwas bei dir persönlich passiert? Ja, schon. Also wir haben jetzt rund 150 Aufnahmen aus dem Tischtennis, gerade transkribiert, fertig transkribiert, sind fleißig dabei, die zu kodieren. Das heißt, wir schauen uns die an und versuchen quasi verschiedene, ja, Dinge, die wir erkennen, abzuleiten, auch theoriebasiert abzuleiten. Und da sind dann schon Auffälligkeiten zu erkennen. Erste kleine Ableitungen, die dann auch für mich wichtig sind. Wir haben festgestellt, dass man schon eine Art von Routine bei einigen Trainerinnen und Trainern erkennen kann. Also in dem Sinne, dass es sicher einstudierte Pausengestaltung ist, die zum Beispiel oft mit einer emotionalen Klammer versehen sind, gerade im jugendlichen Alter. Und die sicherlich dann auch helfen können, so eine gewisse Routine auch für die Spielerinnen und Spieler zu generieren. Das habe ich mir zum Beispiel mitgenommen, dass ich da sicherlich auch noch klarer, stringenter für mich sein kann und vielleicht ein bisschen eine klarere Struktur finde für mich als Trainer. Nichtsdestotrotz ist es auch sehr offensichtlich, dass neben dem Einüben und dem auch gemeinsamen Absprechen von Codes, von Instruktionen, dass man sicherlich immer situativ agieren muss. Also das ist sozusagen der Spagat, der gerade im Tischtennis, glaube ich, auffällig ist, dass man eben wenn eine spezifische Spielsituation auftritt, wenn eine bestimmte Taktik eben nicht funktioniert, dass man dann auch flexibel genug sein muss und auch die Rolle sozusagen wechseln muss und nach Möglichkeit vielleicht nochmal innerhalb von kürzester Zeit eine neue Analyse anbringt und eben auch die Taktik, die man sich vorher überlegt hat, die man vorher vorbesprochen hat, die man eigentlich dann ja nochmal neu realisieren muss und nochmal neu auch ja in dieser kurzen Zeit sozusagen an die Spielerinnen und Spieler bringen muss. Das ist sicherlich die Schwierigkeit und da erkenne ich schon für mich oder kann ich für mich sehr viel ableiten aus den ersten, ja, aus den ersten Ergebnissen, aus den ersten Kodierungen, die wir vorgenommen haben in der Forschungsgruppe. Das hilft mir total auch, dass dort auch einige sind, die eben nicht tischtennisaffin sind, sondern eher aus dem Basketball, aus Teamsportarten kommen, aus dem Handball und dann sicherlich auch mit ihren eigenen, ja, sportartspezifischen Augen auf diese Tischtennispausen gucken und da auch nochmal total spannende Ideen anbringen und auch, ja, unterschiedliche Theorien verfolgen. Ja, Multiprofessionalität, ist so ein Schlagwort, ich glaube, für einen anderen Podcast oder eine andere Episode mal spannend. Aber was meinst du denn mit emotionaler Klammer? Kannst du mir das mal erklären? Klar, also man ist bei einigen Trainerinnen und Trainern, ich möchte das ganz bewusst nicht verallgemeinern, weil es eben auch da immer wieder Unterschiede gibt. Das ist ja gerade bei der Forschung dann das Spannende zu schauen, was kann man wirklich dann über die Daten hinweg ableiten, vielleicht sogar sportartübergreifend. Was wir auf jeden Fall erkennen bei einigen Trainern und Trainern, deren Matches oder Wettkampfpausen wir jetzt ein bisschen stärker kodiert haben, ist, dass sie sozusagen die Spielerinnen und Spieler begrüßen mit einer eher emotionalen, sprachlichen Handlungen. Das kann ein einfaches Gut so oder das war doch gut bis jetzt oder starker Start. Also auf einer sehr erstmal trivialen, emotionalen Ebene sozusagen das Gespräch oder Dialog beginnen, dann oft sehr analytisch werden. Also alles andere als Triviales besprechen in dieser Minute. Auch mit jüngeren Spielern und Spielern auffälligerweise sehr intensiv wirklich Inhalte besprechen, taktischer, technischer Natur. Und so die letzten 5 bis 10 Sekunden werden häufig dazu genutzt, eben auch nochmal so einen kleinen Push, so einen kleinen emotionalen, ja, wie soll man das nennen, so eine Art Push einzubauen. Das kann dann eben auch nochmal, dass man nochmal sagt, denk dran, ganz einfach Schläger oben, weiter geht's, du gewinnst das Spiel. Also dass man nochmal auf dieser motivationalen Ebene arbeitet. Okay. Das ist so das,
was man erkennt, um vielleicht auch ja, für so eine gewisse Routine, so eine gewisse Klammer dafür zu sorgen. Dir hat diese Sommershorts gefallen? Dann hör dir doch auch die anderen Sommershorts an. Oder eine reguläre Folge, wie die gelungene Pausenansprache. Du möchtest der Pausenansprache etwas Gutes tun? Dann bewerte doch den Podcast super bei Apple Podcasts oder Spotify. Und schau doch auch mal bei Instagram vorbei. Dort gibt es immer wieder kurze Audioschnipsel oder Umfragen und andere nette Hinweise. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir in den Austausch kommen. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert wird die Pausenansprache durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sportdeutschland. Tschüss und bis nächste Woche bei den Sommershorts.